Here we are. Ja, jetzt können wir Alex nicht hören. Jetzt hören wir Alex gar nicht. Er plappert und bis er wieder Ton hat, begrüße jetzt, ich. Jetzt habe ich wieder Ton. Jetzt ist er da. Dann ja, darfst du die Begrüßung jetzt auch machen. Heute technisch natürlich super. Normalerweise um 17 Uhr, irgendwie war ich dann um 15 Uhr doch noch nicht vorbereitet. Aber Horst Schulze, Sendung Nummer 100. Horst, du hast Sendung Nummer 50 mit uns gemacht. Da waren es anderthalb Stunden voller Content und Energie. Und heute Jubiläumssendung. Du hast selber angekündigt in unserer letzten Sendung, also Sendung 50, dass du sagtest, hey, Sendung 100, wenn es dann noch macht, bin ich dabei. Und wir sind immer noch dabei. Und, Glückwunsch, gut. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir 100 schaffen? Klasse. Also herzlich willkommen und Sef, lieben Dank, dass du es auch seit 100 Sendungen online mit mir treibst hier. Ne? Und hier kommen schon die Glückwünsche bei den ganzen Kommentaren. Horst, du hast uns gerade im Vorgespräch erzählt, du bist noch ein bisschen erschöpft, weil du gerade Covid selber hinter dir hast, deine Kondition. Du bist jetzt 83, glaube ich, wenn ich es richtig habe. Hast es aber trotzdem gut überstanden, auch wenn es sich kurz umgehauen hat. Wie geht's dir? Ja, wie gesagt, habe mich kurz richtig umgehauen und im Moment geht es mir sehr gut, außer die Energie fehlt. Die Energie, daran bin ich nicht gewöhnt. Ich bin immer ein bisschen, du weißt das, Alex, ich bin immer voller Energie und im Moment überhaupt nicht. Ich habe keine Lust und so ein bisschen, ich muss mich ein bisschen zwingen, weißt du, aber ja. Naja, ich bin gerade darüber gekommen und so, das wird schon wieder. Ja. Sonst geht es gut, sonst ja. Keine Bestimmung. Guck mal, Art Stokes, den kennen wir ja beide. Ne? Ich glaube, das ist der HR-Anwalt aus den USA. Der ist auch mit dabei, sogar auf LinkedIn, Horst. Outstanding, sagt er. Wow, Art, my gosh, what a pleasure, what a pleasure. Yeah, sure. Fantastic. Ja, was vor deinem Covid, sagen wir mal, was hat dich so umgetrieben? Was hast du in den letzten Monaten gemacht? Weil, ich sag mal, Lockerungen hat es ja gegeben in den USA schon ein bisschen länger. Bei uns erst seit, ich sag mal, 2 Monaten, dass es wieder richtig aufwärts geht. Aber wie haben sich die letzten Monate in den USA bewegt? It was sowieso anders. But it war nicht so federal alles so eins. Da gab es Staaten, da hat niemand was gemerkt, dass überhaupt die Sache los war. Und komischerweise, und da muss man sich doch mal überlegen, und das macht mich verrückt ein bisschen, die Staaten, die sich überhaupt nicht interessierten, keine Masken, kein nichts, denen ging es besser, die hatten weniger Fälle wie die anderen, die alles so stark kontrolliert haben. Und da muss man sagen, wieso? Naja, kein Mensch weiß das. Aber es ist sehr interessant. So in manchen Staaten war es ganz verrückt, in manchen Staaten nicht. Hier in Georgia, du weißt, wo ich bin, naja, es war so mittelmäßig. Man hat Masken und die sieht man aber schon die letzten paar Monate nicht mehr. Man geht sogar in den Airlines, wo man Masken tragen musste. Den Tag, wo dann gesagt wurde, man muss nicht. Bin ich auf dem Flughafen, habe ich keinen Menschen mit einer Maske gesehen. Niemand. Oh, wow. Niemand. So, wow. Da, jeder sagt, naja, ist genug jetzt. Ist genug. Wir haben genug. Ja. Und natürlich da viel Unterhaltung, dass wegen dieser staatlichen Kontrolle über alles, du weißt, das ist normalerweise in Amerika mehr, dass die Unterhaltung staatliche Kontrolle, dass wir wollen nicht kontrolliert, wenn der Staat kann mir nicht sagen, was ich für meine Gesundheit mache. Der Staat im Moment benutzt, um ein Polizeistaat zu werden, das sind die Unterhaltungen. Sehr stark. Ja. Sehr stark. So, darum hat man mit Absicht auf einmal, hat man gemerkt, keiner hat mehr eine Maske getragen. Man sieht hier und da jemanden, das ist auch verrückt, da geht jemand spazieren mit einer Maske an. Ja, das muss man auch nicht immer verstehen, ne? Das ist auch bekloppt. Ne? Ja. So. Oder die Fahrradfahrer mit Maske, die liebe ich am meisten. Ja, die Autofahrer mit Maske. Auch so, im eigenen Auto. Ja, das ist wirklich schon bekloppt. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen crazy teilweise. Ja,
Ja. Naja, irgendwie hat es mich erwischt. Wie gesagt, ich bin auch dauernd gereist. Ich bin sehr beschäftigt. Seitdem ich nicht mehr arbeite, bin ich sehr beschäftigt. Ich bin an 6 großen Boards, Vorständen, und mit viel und mache viel Beratung und Vorträge. Ja. Nicht mit Hotels übrigens, sondern alle anderen Industriearten und alles Mögliche. Und es ist alles dasselbe. Für mich ist alles dasselbe. Hier ist der Markt, egal für welche Industrie, hier ist der Markt, hier sind die Angestellten. Wie macht man, dass das glücklich und gut läuft? Hm. Das ist die Frage. Ja. Egal welche Industrie. Und jeder Kunde, jeder Gast, jeder Member, egal was, will, dass er respektiert ist, dass er Wert bekommt, dass er das richtig bekommt, dass er richtig behandelt wird, egal welche Industrie das ist. Es ist vollkommen egal. Und das natürlich meine Beratungen und meine Vorträge drehen sich um diese Sache. Was ist eine gute Gesellschaft? Was ist eine gute Gesellschaft? Wie baut man die auf, diese gute Gesellschaft, mit Konzentration auf den Markt? Und an das Verständnis, da sind Menschen hier, die haben tiefe Gedanken und offene Gedanken, und ist der Markt, das sind Menschen hier, das sind die Angestellten. Da irgendwie muss man dann machen, und Leadership ist, wenn ich jetzt erreiche, dass die Angestellten das, was der Gast will, dass der Angestellte das machen will und nicht machen muss. Genau. Und darum dreht sich es in jeder Gesellschaft, egal, wenn das sagen manche in Amerika, ja, aber B2B, Business to Business, das ist ein bekloppt. Business Sprechen Center, ist irgendjemand in dem B, die sprechen mit jemand in dem anderen B, und so wird der Gedanke der Gesellschaft gegründet. Mit genau. P2P, Pay to Pay, Person to Person. Person to Person, irgendwie sind Menschen verwickelt da drin, und da muss man doch mal endlich annehmen und verstehen. Ja. Welche Branchen berätst du, oder vor welchen Branchen hältst du auch Vorträge? Zum Beispiel ein großer Kunde ist Schweizer Elektronik, die machen Teile für Nuclear Reactors. Mhm. Und irgendwie hat der CEO mein Buch gelesen, Excellent Wins. Und auch in den Shownotes steht genau ein Link zu diesem schönen Buch. Mhm. Okay. Und der hat es gelesen, hat sofort 5000 Bücher bestellt. Jeder Angestellte muss lesen, und seitdem berate ich dir. Ich berate eine Schul-Area, Region. Schulregion? Ja, Region, eine Schulregion, eine große Bank, eine ganz große Gesellschaft in Indonesien. Ich bin eine Berater in Saudi-Arabien für Red Sea Development, diese gewaltige Sache, die da gebaut wird. An Bord bin ich da und so weiter und so weiter. Also, Real Estate REIT. Und eine ganz große, heute ganz groß, ich habe mit denen vor 5 Jahren angefangen, da war es ganz klein, heute sind wir ganz groß, das ist eine Medical Group. Also wirklich breit gefächert, alles von allen irgendwie. Total, ja. Wahnsinn. Ja. Und je länger ich mit diesen Gesellschaften arbeite, mehr sehe ich, ist alles dasselbe. Aber alle wollen von der Hospitality-Branche lernen, wie wir die das ist interessant übrigens. So, die Möglichkeiten für Menschen in der Hotelbranche hat sich total geändert in den letzten 10, 15, vielleicht 20 Jahren. Vor 20 Jahren fing es an. Da hat man verstanden, Moment mal, wir brauchen Dienstleistung. Hm. Und die Dienstleistung immer verstanden haben, nicht sehr gut und trotzdem verstanden haben, ist die Hotelbranche. Darum heute, ich kenne Leute, die sind einer der CEO für eine Krankenhausgesellschaft, der andere da sind und so weiter und so weiter.
so gibt es alle große, viel größere Möglichkeiten heute für die Zukunft, für Menschen in der Hotelbranche. Auf jeden Fall. Was ein Vorteil und ein Nachteil ist, ne? Weil dadurch werden die so schnell abgeworben. Genau. Aber das ist auch in Deutschland schon lange, dass viele Anwälte oder auch Arztpraxen, aber auch da, wo Dienstleistung wirklich gefordert wird, P2P, so wie Alex auch sagt, People Business, das können wir eigentlich besser als andere. Gerade, ich meine, geh doch heute mal ein Auto kaufen. Ja. Also die Autoverkäufer sind mit Versicherungsleute die Schlimmsten. Ja. Und daher, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit auch natürlich. Aber Alex, wenn Leute abgeworben, aber die Tatsache ist, Probleme für Arbeiter und Arbeitsleute bestehen überall heute. Mhm. Ganz klar. Aber warte nur ab, denn ich bin total überzeugt und könnt es aufschreiben. Wir gehen in eine Situation rein, wo die Wirtschaft wird Probleme haben vom nächsten Jahr an. Langsam auf einmal, dann brauchen Leute wieder die Arbeit. Mhm. Moment, da gibt es wieder auf einmal nächstes Jahr sprechen wir wieder von Arbeitslosen. Warte nur ab. Mhm. Denn das geht nicht, so wie es jetzt im Moment läuft, geht es nicht weiter. Mit der Inflation und so weiter. Und trotzdem, hier in Amerika mit Trillionen Geld reinwerfen, ohne man denkt, was das irgendwelchen Einfluss hat, wartet nur ab. Mhm. Das kommt schon. Ja. Das kommt schon. Ja. Wie geht es der Hotellerie in den USA aktuell? Ja. Du reist ja auch viel. Ich denke mal, du bist in verschiedensten Hotels. Was erlebst du da? Ja, Alex, die ganz großen Convention-Hotels, die mit 3000 Zimmern und so weiter, die haben Probleme. Ja. Denn die Conventions sind immer noch nicht zurück und nicht in der Größe. Mhm. Und dann die Stadthotels geht's in Ordnung. Es geht wieder. Aber die Resorts, besser wie je zuvor. Sowas gab es noch nicht. Denn die Preise, hör mal, du kennst das Hotel zum Beispiel, Ritz-Carlton in Naples. Die sind so 1200, $1,300 die Nacht Durchschnitt und so ist überall, über $1,000. Ist es unglaublich. Und hohe Belegung. Hohe Belegung ist unglaublich. Denn ging es noch nie so gut. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber es ist so ein bisschen wie in Deutschland. Also die Leisure, also die Stadttourismus, denen geht es sehr gut. Auch kleine Conventions, so bis 150, laufen bombastisch. Ja. Und die Leisure, das teilt sich so ein bisschen auf. Also ein bisschen Ostsee ist momentan zwar gut, aber nicht so wie letztes Jahr, habe ich gehört. Auf der anderen Seite ist so Berge oder Österreich und alles, was in Deutschland, also auch Leisure, aber diese mehr Land-Leisure, die laufen angeblich auch sehr gut. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Ich meine, Berlin läuft auf 80-90% Belegung in der Stadthotellerie. Der ganze Drang nach außen in Amerika, zum Beispiel in Florida, die Häuser sind doppelt so teuer wie vor 2 Jahren. Mhm. Doppelt. Gott sei Dank habe ich ein Haus in Florida. Mhm. Es ist unglaublich, die Angebote. Man bekommt die Leute rufen an von überall, denn jeder. Und woher kommen die? Die wollen aus New York raus. Mhm. New York in den großen Städten, die total mismanaged waren über die letzten Jahre und auch während der Covid-Zeit, total mit Menschen und die Kriminalität hoch ist, da will jeder weg davon. Ja. Und man war ja eingesperrt sozusagen in diesen Städten, in Häusern, ob das New York oder Chicago oder Los Angeles ist, man war ja bald eingesperrt. Man konnte mal in einer kleinen Wohnung gesessen und darum sind die Leute wollen raus, weg davon. Ja. Und so, das ist ein gewaltiger Unterschied heute, wie vor 10 Jahren, kann man kaum wiedererkennen alles. Ja. Aber ganz kurz zurück auf Ritz-Carlton Naples, ne? 1200, $1,300. Wie verantworten die auf der einen Seite die Rate? Aber auf der anderen Seite, wie bekommen die das mit dem Personal hin?
Ja, das ist natürlich überall ein Problem. Überall ein Problem. Ich meine, Alex, du weißt genau, wie ich gearbeitet habe. Ich hätte gesagt, Moment mal, darum bist du der Manager, find eine Antwort. Ja. Das hätte ich, du weißt genau, das hätte ich gesagt. Ich habe keine Excuses toleriert. No excuses. Oh ja, immer wieder. Denn darum, ich stelle ja keinen Manager ein, um mir zu erklären, was nicht geht. Ich stelle jemanden ein, um Antworten zu finden. Aber das Problem ist heute nicht nur im Hotelgewerbe, es ist überall. Ja. Es ist überall. Wir suchen Leute überall, wo ich mit verbunden bin, mit Boards und so weiter. Das höre ich jeden Tag. So Probleme, denn nicht nur, weil die Konjunktur hoch ist in dem Sinne im Moment noch, aber auch, weil viele nicht mehr arbeiten gehen. Die wollen nicht mehr arbeiten gehen. So man sieht das nicht. Die sind aus der Konjunktur rausgetreten und wohnen in Florida und sagen, ich mach's nicht mehr. Aber eine Frage zwischendurch, Entschuldigung, Kost. Sind die Gehälter, auch wenn die Zimmerpreise verdoppelt worden sind oder 30, 40% mehr, sind die Gehälter in Amerika auch so gestiegen, um die Leute halbwegs wieder zurückzubekommen? Weil es ist ja dann auch... Es ist eben, die Gehälter sind gut gestiegen, aber die Inflation ist höher, wie die Gehälter gestiegen sind. So, da ist ein Verlust drin für die Allgemeinheit. Ist ein Verlust, die Inflation ist im Durchschnitt jetzt beinahe 8%, aber letzten Monat war es 6%, aber die Gehälter sind hoch gegangen über 4%. Ja. So, das ist ein großer Verlust. So, ich sage das, denn jeder sollte das verstehen, das kommt alles so, das Resultat von diesen Tatsachen kommt erst in 6, 8, 10 Monaten. Und dann haben wir ein Konjunkturproblem. Aber ich hätte eigentlich gedacht, Entschuldigung, auch Alex, ganz kurz. Alles gut. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wenn die Gehälter steigen, also bei uns steigen die nicht um 4%. Also generell auch weiß ich, dass die Gehälter in Deutschland 10, teilweise 15% gestiegen sind, weil sonst laufen alle weg. Wenn die in Amerika jetzt nur 4% steigen. Nein, im Durchschnitt, das ist der Durchschnitt. Man muss verstehen, das ist der Durchschnitt. Ja, wenn man heute jemanden einstellt für Frontdesk, im Empfang und so weiter, also wenigstens 10% mehr, wie es vorher war, wenigstens. Mhm. Oh ja, auf jeden Fall. Aber der Durchschnitt ist trotzdem da. Man muss ja wissen, viele sitzen in ihren Stellen für 20 Jahre und bleiben da und die kriegen 3-4% Gehaltserhöhung und so, das bringt dann im Allgemeinen den Durchschnitt hin. Okay. Aber in unserem Gewerbe, viele Stellen, ja, man zahlt viel mehr, ja. Okay. Eine der Herausforderungen, die Probleme sind es ja nicht, sind ja Herausforderungen, aber ist zum Beispiel bei uns, ist, dass viel mehr Gäste zum Frühstück kommen. Wir haben 100 Sitzplätze im Restaurant. Bei 100% Belegung sind wir bei circa 300 Gäste. Davon kommen, sage ich jetzt mal, so 220 Gäste dann zum Frühstück, was normalerweise nie der Fall war. Und dann kommt die Diskussion, und ich hatte die gestern mit Rogier Brackmann, ehemaliger Kollege auch von Ritz-Carlton, war bei uns in Atlanta auch ein sehr guter Kumpel von mir. Und da haben wir darüber gesprochen, ja, warum machen wir nicht Revenue Management auch beim Frühstück? Das wird zu bestimmten Zeiten andere Preise aufrufen. Die Primetime von 9.30 Uhr bis 11 Uhr an einem Sonntag kostet 39 Euro das Frühstück. Wenn du aber um 8 Uhr kommst und eine Stunde bleibst, dann kannst du für 30 Euro frühstücken. Was hältst du davon? Ja, sicher. Nein, ich sehe die Sachen schon. Das hat schon ganz stark angefangen, überall. Man muss ja, ist ja ganz klar, ich bezahle jetzt mehr und die Preise für Essen und alles ist ja hochgegangen, gewaltig. Da muss ich natürlich als Geschäftsperson sagen, wie bringe ich das wieder rein? Mhm. Und alles an alle möglichen Situationen denken und versuchen und ausprobieren. Ja. Und so, klar, die Gesellschaft, die Industrie, wegen diesen Situationen, man sucht dann, und dann jeder will dann jetzt Geld sparen. Wo kann ich sparen? Mhm.
daher ist eine Situation, wo unsere Industrie ist im großen Wechsel. Mhm. Sogar die großen Namen, die wir kennen und für die wir gearbeitet haben, die bekommen mehr und mehr, werden die eine Sleeping... Der Sleeping Destination oder eine Schlafburg. Ja. Schlafburg werden die. Hospitality gibt es kaum noch. Mhm. Man, wie gesagt, schon vorher, man checkt, man macht eine Reservation an dem Ding hier, mhm, und dann checkt man in an dem Ding und man ruft den Aufzug an dem Ding und dann macht man die Tür auf in dem Ding und dann checkt man aus an dem Ding und man sieht keine Menschen. Hospitality, wir sind nicht mehr und mehr, unsere Industrie ist nicht mehr in Hospitality. Es ist a sleeping commodity. Ich kann das in Englisch sagen, ich weiß nicht, wie in Deutsch sagt. Alles gut. Es ist a sleeping commodity, jeder versteht das. Mm. Aber das bringt daher, kommen Möglichkeiten für die noch Hospitality geben. Mhm. Und man weiß ja kaum noch, was Hospitality ist heute. Ja. Man einchecken, man checkt Leute ein, man heißt sie nicht willkommen, man checkt sie ein. Ja, das sind Transaktionen. Ne? Darum gibt es aber Möglichkeiten für die Individual, in die Einzelhotels und die großen Gesellschaften kommen halt, denn das Hauptquartier in wo das auch immer ist, vielleicht ist es in Bethesda oder irgendwo, die trinken ja nur aufs Geld. Ja. Denen ist ganz egal, ob ich mehr Geld mache, indem ich alle Blumen wegnehme und kein Piano mehr und alles Mögliche. Und das ist denen ganz egal. Ja. Solange sie nach Wall Street reporten können, wir haben mehr Geld gemacht. Ja, aber das der Gedanke, dass Geld gemacht werden kann mit Exzellenz in Hospitality, ist verloren gegangen. Aber das bringt Möglichkeiten für die, die noch verstehen. Und darum ist die Zukunft, die für das obere Hotelgeschäft, total für die nach Hospitality, die nach guter Dienstleistung geben. Das ist die Zukunft. Ja. Und die Möglichkeiten viel größer, wie diese Möglichkeit vor drei, vier Jahren bestand. Ja, da gab es die Preiskonkurrenz dann doch mit den 4-Sterne-Plus-Hotels zu 5 Sterne. Sollte man trotzdem noch etwas Hospitality geben, das ist ganz weg jetzt. Und dann mit der Entschuldigung, nein, man kann ja sowieso keine Leute finden. Naja, dann eliminiert man die und man macht das Zimmer nur einmal die Woche oder was. Und dann alle möglichen Ideen kommen jetzt auf. Naja, ich verstehe das. Ich verstehe. Ja, aber das war schon vor der Krise. Also ich habe hat angefangen, aber es wurde, it is accelerated, es ist viel schneller hingekommen. Ja, es ist aber auch nicht, dass ich das entschuldigen möchte. Es hat auch was damit zu tun, dass wir viele Mitarbeiter verloren haben, die weggegangen sind aus der Branche. Und du willst trotzdem das Hotel ja irgendwie bedienen und bewirtschaften, hast aber ein Problem. Wo gehst du jetzt hin? Gehst du auf Masse ohne Klasse? Oder du versuchst, die Klasse zu machen und die Masse ein bisschen weniger und trotzdem eine Dienstleistung? Und ich bin mir sicher, also 100% sicher, dass der Gast das honoriert, wenn die Mitarbeiter nett sind, motiviert sind, auch informiert sind, dass der Gast sich wohlfühlt, da kannst du automatisch, sage ich jetzt mal so, 10% mehr fürs Zimmer nehmen. Du kannst auch fürs Frühstück mehr nehmen. Das ist so. Und ich glaube, da kommen wir momentan an so einer Wand, machen wir ein digitales Hotel mit digitalen Check-in und Check-out, eventuell sogar ohne Mitarbeiter. Und das ist dann nice. Oder wir machen ein Dienstleistungshotel und die Dienstleistungshotels. Ja, das meine ich damit. Ja. Genau. Und das ist eine ganz interessante Sache. Eine Untersuchung, ziemlich neu, die Untersuchung. Mhm. Der Markt im Ganzen, nicht Hotelmarkt, im Allgemeinen, im Ganzen, untersucht 70% des Marktes, sagt, ich würde mehr bezahlen für dieses Produkt. Trotzdem, ich weiß, ich kann dasselbe Produkt für weniger Geld bekommen, nebenan. Mhm. Ich würde trotzdem mehr bezahlen, wenn ich gutes Dienstleistung bekomme. Mhm. Absolut. Moment, 80% der Millennials sagen das.
70% vom Markt im Kampf. Die sagen, denn und Gäste, Loyalität von Gästen, wenn die sagen, ich will, ich arbeite nur mit euch, ich bin nur in eurem Hotel, kommt nicht vom Produkt. Loyalität kommt von der Dienstleistung, von der Relationship. Wie heißt Relationship auf Deutsch? Weiß ich nicht, von die diesem, Beziehung. Die Beziehung. Die emotionale Bindung, die man kreiert. Kommt von der menschlichen Beziehung. So, es geht nie weg. Aber was ich sage, die großen Gesellschaften sind davon weggetreten. Das ist zu viel Arbeit, das kostet im Moment zu viel. Die machen lieber, gehen lieber weg davon. Das bringt die Möglichkeiten für die individuellen Hotels, andere Hotels reinzukommen und sagen, naja, wir geben noch gute Dienstleistungen und binden den Gast mit der Dienstleistung und ihr Produkt. Darum geht's. Und das ist eine Tatsache, das ist eine Studie, die ist keine 2 Jahre alt, American Express gemacht. Tatsächlich sagt der Gast, ich werde mehr bezahlen für das Produkt, wenn ich gute Dienstleistungen bekomme. Und auch wenn ich weiß, dass nebenan kann ich dasselbe Produkt für weniger kaufen. Ja, weil die emotionale Bindung einfach da ist und die bekommst du nicht in einer Commodity, wo du nur übernachten kannst. Ja, du hast vielleicht gut geschlafen und eine warme, gute Dusche gehabt, aber es hat keinen Mehrwert. Ne? Das kannst du zu Hause genauso. Es ist wirklich da, wo du die Erlebnisse und du hast es selber auch gesagt, wir sind nicht wirklich in der, unser Produkt ist nicht Schlafen und Essen, unser Produkt ist Emotion. Unser Produkt ist pure Emotion. Make you feel well. Yeah. We sind hier. That is it. I'm here to make you feel well. Und das müssen wir verstehen und da müssen wir dran arbeiten und Prozesse darum haben und das sind Menschen. Ja, und das Problem ist, dass viele Hotels einfach davon weggehen. Die sehen das Hotel momentan als pures Moneymaker. Und wo kann ich jetzt Geld einsparen? Und wir schulen auch die Leute zu wenig, dahin zu kommen, dass Hospitality und nett sein ist einfach bringt mehr Geld. Viele denken, das kannst du auch so machen. Und Check-in kann ich sagen, mach doch mal hier deinen digitalen Check-in, was absolut wichtig ist, digitalen Check-in. Ich will es auch gar nicht klein machen. Aber ich glaube, dieses wirklich, dass wir zu sehr in der Branche klein denken, aber wir können einfach mit weniger mehr machen. Wir können mit guten Mitarbeitern mehr Umsatz bringen in jeglichem Bereich. Front Office, Bar und Restaurant. Das ist überall möglich. Wo hast du noch gute Sales-Leute im Restaurant, die wirklich sagen, nimm doch das und dazu passt noch das und dann kommt noch der Wein und dann hast du super. Wir haben so mehr Standards so von der Stange. Wir haben für uns unterhalten, ich bin an 6 Boards-Vorständen. Ich habe gerade überlegt, 6 Vorständen. An einigen schon mehrere Jahre. Kein Hotel. Das ist kein Hotel. Ist alles dasselbe. Worüber unterhalten wir uns im Vorstandstreffen? Über Geld und Manipulation, neue Gesellschaft, Disenlohn und legale Sachen. Wir unterhalten uns nie über das Produkt und über den Angestellten. Nie. Wir unterhalten uns nie über das, was Money macht, was das Geld macht, was das Geld reinbringt. Wir unterhalten uns über das Geld, aber nicht, wie wir das reinbringen. Und das ist gute Dienstleistung, gutes Produkt und so weiter. So bringt man Geld rein. Das ist keine Unterhaltung darüber. Ja. Und so, das ist dasselbe ich war an einem Vorstand von einer Hotelgesellschaft für 5 Jahre. Die Gesellschaft ist sehr bekannt, ihr kennt die alle. In 5 Jahren haben wir uns nicht einmal über die Angestellten unterhalten. Aber der CEO hat ein Buch geschrieben, Our Most Important Asset, Our Employees. Ich weiß aber genau, dass er sich überhaupt nicht um die Employees gesorgt hat. Okay. Nicht so viel. Aber eine neue Brand zu schaffen, eine neue und über Geld gesprochen haben wir immer. Aber Horst, da muss ich eine direkte Frage stellen. Wie hast du es dann 5 Jahre ausgehalten? Weil ich weiß, dass
Ich hatte einen Vertrag. Ich hatte einen Vertrag und musste. Ja, okay. Ja, aber ich glaube, dass, Horst, da hast du recht, wir reden viel über die Mitarbeiter und wir müssen da was tun, aber im Grunde wird nur getan, damit das Geschäft einfach aufrecht gehalten wird. Aber es wird de facto, nicht alle, ich will es absolut nicht alle, aber viele reden nur davon, aber de facto passiert nichts. Wir halten unsere Mitarbeiter an der Stange, wir geben denen dann nochmal 5% Gehaltserhöhung, aber wir haben viel mehr Möglichkeiten, Sachen zu machen, die wir einfach nicht ausnutzen oder auch ausschöpfen. Gerade in Deutschland steuerlich kannst du viel mehr machen. Und dann versuchen wir es viel zu kompliziert zu regeln. Aber es sind nicht die ganzen finanziellen Sachen, die am Alltag wichtig sind. Das ist Leadership ist wichtig. Wie kümmere ich mich um die Mitarbeiter? Jeden Tag, da ist auch der Bottleneck oder der Flaschenhals auch zur gleichen Zeit. Weil wenn es in den Leadership-Team, also bei den Department Heads, wenn es da nicht umgesetzt wird, dass man immer jeden Tag den Purpose, also wirklich den Sinn vermittelt, warum wir da sind, wenn das da nicht passiert und wir als Hoteldirektoren zum Beispiel uns nicht um diese Führungskräfte kümmern, und da muss ich mir genauso an der eigenen Nase fassen, ne? Da ist es wichtig anzusetzen, sodass die richtigen Tools und die richtige Erfahrung mitbekommen, um sich genau um die einzelnen Mitarbeiter zu kümmern, sodass sie diese Herzlichkeit jeden Tag leben, weil sie das fühlen. Ja, hör mal, hier, die ganze Angestellten-Sache macht mich verrückt eigentlich. Wir wissen für 3000 Jahre seit Aristotel hat gesagt, man kann im Leben nicht erfüllt sein, es sei denn, man hat Purpose, was heißt Purpose? Sinn, Zukunftssinn und Zugehörigkeit, Belonging. Ja. Naja, wir wissen das, dass das wichtig ist im Leben eines Menschen, um erfüllt zu sein. Und jetzt stellen wir Menschen ein, um eine Arbeit und eine Funktion zu erfüllen. Das macht ein Stuhl auch, wie du immer erzählst. Deshalb, wie ich immer sage, der Stuhl, auf dem er sitzt, erfüllt eine Funktion. Oder stellen wir die ein, um teilzunehmen an unserem Sinn, was wir wollen schaffen. Alex, du weißt, in Ritz-Carlton or Capella, wir haben Leute eingestellt, um teilzunehmen, die beste Hotelgesellschaft der Welt zu werden. Absolut. Nehmt teil daran und kommt und nehmt einen Teil daran und habt Spaß daran und so weiter. Man muss ja auch Sinn zu diesen Menschen geben, in nicht nur eine Funktion. Ja. Und das ist Leadership. Management ist, wenn ich an den Arbeitsprozessen arbeite, und das muss ich, und mir Gedanken über die Kontrollen und Systeme mache und so weiter und so weiter. Das ist Management. Ja. Aber Leadership ist, wenn ich da reinbringe und den Menschen sicher machen, dass meine Angestellten teilnehmen und sich und die Arbeit machen wollen, anstatt müssen. Und das ist Leadership. Und heute Leadership gibt es kaum noch. Ach, das stimmt. Es ist, weil bei einigen Gruppen wird das sehr auf finanzielle immer. Das heißt, du musst deine Zahlen bringen. Das heißt, dein Leadership ist im Grunde, dein Budget zu erreichen. Auf der anderen Seite hast du viele, viele gute Hoteliers, auch wie Alex, die dann auch nicht nur das Finanzielle, auch dieses Leadership. Wir haben Caroline von Kretschmer und tausend andere oder hunderte andere von Kollegen, die das, Markus Frenkle, die das auch super machen. Und da musst du aber auch Mut haben, um das auch durchzusetzen und auch umzusetzen. Und das ist absolut wichtig. Du musst mit den Gästen so reden, wie mit den Mitarbeitern, höflich, gut. Und wir sind Gastgeber nicht nur für unsere Gäste, sondern auch, wir sind Gastgeber auch für unsere Mitarbeiter. Mit denen müssen wir sprechen, wir müssen zuhören. Und ich glaube, das fehlt, okay, sag mal, nehmen wir die Pandemie raus, wobei das ein riesen wichtiger Punkt ist, da mussten wir auch selbst damit klar werden. Aber das fehlt, dieses Gastgebertum zu sein für die Mitarbeiter, dieses Leadership zu übernehmen, auch in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, das ist absolut wichtig. Es kostet nichts. Im Gegenteil. Ich muss mein Geschäft so führen, mein Hotel oder was es ist, ist egal was. Mhm. Vielleicht habe ich ein Schuhgeschäft. Da muss ich das so führen. Sobald jemand
in das Geschäft reintritt, dann muss ich versuchen, sicher zu machen, dass dieser Mensch, der gerade reinkam, er oder sie, dass die in Zukunft zurückkommen wollen. Mhm. Ja. Absolut. Zurückkommen ja. wollen. Intend ja. to return. Und das kann nur der Kontakt der Menschen zurückbringen. Die Schuhe, ja. die stehen überall. In jedem Hotel gibt es Betten. Ich muss aber sicher machen, dass meine Angestellten jeden Gast überzeugen, dass dieser Gast zurückkommen will. Ja. Indem der Angestellte macht. Das kann man nur erreichen, indem man den Menschen Angestellten richtig behandelt, respektiert, dass der ein Teil der Gedanken der Gesellschaft wird. Ja. Es ist kein Mut. Wenn man klug ist, macht man es einfach. Mhm. Aber es dauert vielleicht ein bisschen länger, wie im Moment alle Blumen von dem Tisch zu nehmen und damit Geld sparen. Mhm. Ja, das ist einfach. Das kann jeder von der Straße, der kann ins Haus reinlaufen und sagen, okay, wo kann ich Geld sparen? Aber leider gibt es das wenig, denn das ist Leadership. Das zu erreichen, dann meine Angestellten bei mir arbeiten wollen. Moment mal, guckt mal aus dem Fenster, das sind viele Menschen. Ihr beschwert euch alle, dass ihr keine Angestellten habt. Guckt mal raus, sind viele Menschen. Das Problem ist, die wollen nicht für euch arbeiten. Das stimmt, ja. Da haben wir auch. Ich muss so machen, Alex, du weißt es, der Employee Turnover, jährliche Umschlag in Amerika im Hotelgewerbe, Hotel-Restaurant-Gewerbe, 120%. Aber nicht bei uns. Nee, warten 20 maximal. Ja, 20, genau. Ja. So, wir haben nicht mehr bezahlt. Wir haben nicht mehr bezahlt, wir haben aber sicher gemacht, dass der Angestellte hat sich teilgefühlt als der Gesellschaft, war Teil etwas Exzellentes zu schaffen. Aber der Großteil der Branche hat eben das Problem, diese Mitarbeiterbindung, so wie es vielleicht, wie es dann im Ritz war oder ist. Das ist eben schwierig. Und ich glaube, das ist, was ich vorhin gesagt habe, wir gucken heute auf ganz andere Punkte, die für eine Gesellschaft wichtiger sind und nicht auf die Punkte, und deswegen haben wir auch das Problem, Mitarbeiter zu finden, auf die Punkte, wie betreuen wir einen Mitarbeiter, hören wir zu, was können wir machen, es ist ja eine Führungskraft, führen wir richtig, sind wir offen auf Kritik, meist ist das so, wir sind eigentlich nicht offen für Kritik, also ich lese gerade das Buch Idioten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja. Das stuft die Menschen in verschiedenen blaue, grüne, gelbe, rote und so Menschen ein, und das ist absolut super interessant zu sehen, wie wir eigentlich, wir haben gar nicht die Fähigkeit, weil wir nicht geskillt sind, auf so viele Menschen vielleicht einzugehen, aber was müssen wir? Wir müssen wieder hinkommen, die Leute zu hören, zu verstehen, zu motivieren, zu helfen und die zu, wie Sportler im Grunde, genauso wie Sportler, wir müssen sie zur Höchstleistung bringen, während sie ihre Arbeit machen. Ich meine, das macht ja ein Fußballspieler, ein Basketballspieler, wird dafür getrimmt, auch psychologisch, dass er an diesem Spiel seine Höchstleistung bringt. Natürlich, aber man muss im Allgemeinen, ich habe das letztes Mal besprochen, man muss Exzellenz schaffen in was wir tun, egal was es ist, wenn man. Ja. Man muss versuchen, Exzellenz. Aber Exzellenz ist kein Glückssache. Es ist immer das Resultat vom hohen Denken. Ja. Was denke ich? Was ist mein hohes Denken in dem, was ich mache? Ich muss versuchen, der Beste zu sein in meinem Markt. Das ist hohes Denken. Ich werde freundlicher sein. Ich werde sauberer sein. Und so weiter und so weiter. Hohes Denken. Und dann natürlich dieses Denken zu übersetzen zu jedem Angestellten. Und erklären, warum. Adam Smith, das Wealth of Nations hat er geschrieben. Er schrieb noch ein anderes Buch vor 300 Jahren und hat die Menschen untersucht. Und er kam zu der Tatsache, dass Menschen können sich nicht, cannot relate to orders and direction, können sich nicht einstellen auf... Nicht damit identifizieren.
auch Befehle und Direktionen. Die können sich nur einstellen auf Purpose, Sinn, warum machen wir das? Ein Motiv, warum? Warum machen wir das? Warum wollen wir das erreichen? Menschen können das verstehen. Aber was machen wir? Wir geben immer noch Befehle und so weiter, genauso wie immer, ohne zu erklären, warum. Ohne zu erklären, dass es jeden, dass es gut für jeden diese Richtung. Und der Sinn der Gesellschaft, wenn ich den Sinn der Gesellschaft schaffe, muss ich mich natürlich fragen, in Ritz-Carlton zum Beispiel, der ganze Sinn der Gesellschaft, oder in Capella, der ganze Sinn war, wir wollen in der Dienstleistung der Beste anerkannt werden als Beste in der ganzen Welt. Ja, und das war Dienstleistung, nicht Hotel, genau. Nicht Hotel. Ja. So, jeden, den wir angestellt haben, sagt, hey, wollt ihr daran teilnehmen? Mhm. Ich musste mich aber fragen, als Leader auf der Gesellschaft, muss ich mich fragen, ist dieser Plan, dieser Zukunftsplan, ist er gut für alle? Mhm. Ist er gut für die investieren? Ist es gut für jeden Angestellten? Ist es gut für jeden Gast? Ist es gut für die Gesellschaft als Ganzes? Mhm. Wenn die Antwort klar war, unser Plan, die Reise zu diesem Plan und das zu erreichen, wäre gut für alle. Ja. In dem Moment kann ich als Leader nicht mehr keine Kompromisse machen. Mhm. Ich habe nicht mehr das Recht, Kompromisse zu machen. Okay. Ich muss aber sicher machen, dass jeder teilnimmt an dieser Reise, indem ich jedem das anbiete und jedem wissen lassen, darum sind wir hier. Warum? Um zu wachsen, um anerkannt. Warum? So dass jeder Opportunity hat, Möglichkeiten hat. Mhm. Dass die Investoren ihr Geld zurückbekommen, so dass jeder Gast das Höchste erlebt, so dass die Gesellschaft als Ganzes was lernt, was wir anbieten. Das muss ich als Leader schaffen. Mhm. Ich muss mir überlegen, was ist mein hoher Sinn in dem, was ich jetzt hier mache? Was ist das höhere Denken? Ja. Und wie gesagt, und das dafür brauche ich Menschen, die im Allgemeinen höher denken in dem, was sie machen. Was macht ein Mensch? Das muss ich doch verstehen. Ein Mensch of Excellence macht ihr Allerbestes, ihr persönliches Allerbestes in ihrer Arbeit. Mhm. Ja. Nicht perfekt, aber ihr Allerbestes. Ja. Zweitens. Die machen ihr Allerbestes in ihrem Relationship, in ihrer Verbindung mit Menschen. Ja. Besser guten Tag sagen. Mhm. Herzlich, ja. Das Beste machen. Mhm. Nummer vier, machen ihr Bestes in Werte und Moralität. In Moral. Mhm. So, ja. wenn ich versuche, mein Bestes zu tun in dem, dann habe ich einen höheren Sinn. Mhm. Und ich muss den höheren Sinn anbieten, meinen Angestellten teilzunehmen an dem höheren Sinn, den wir schaffen wollen für diese Gesellschaft. Ja. Und zeigen, ich muss denen dann zeigen, wie sie davon profitieren. Wenn wir höher arbeiten, haben wir Möglichkeiten, mehr Gäste, das heißt mehr Einkommen, mehr Arbeit, bessere Arbeit und so weiter. Und so weiter. Ich muss denn zeigen, warum wir diese Reise antreten. Mhm. Ja. Damit sie teilnehmen können an dem. Die müssen teilnehmen können und nicht nur eine Funktion erfüllen. Mhm. Wie ich immer sage, der Stuhl, an dem ihr sitzt, erfüllt eine Funktion. Wir sprechen aber von Menschen, die höheres Denken haben. Ja. Sollten. Ja. Horst, ein Thema, du sagst, was ist besser für alle anderen, was ist besser für die Mitarbeiter, was ist besser für die Gesellschaft. Ein Thema, was vor der Pandemie in vielen Hotels und in vielen Dienstleistungsbetrieben gelebt wurde, ist, sich mehr auf die Nachhaltigkeit zu fokussieren. Dann während der Pandemie wurde dieser Fokus wegen der Einzelportionen, Verpackungen und so weiter, wurde viel weniger.
jetzt ist die Frage, okay, gehen wir da wieder rein? Und die USA, die sind nicht bekannt dafür, sich wirklich um die Umwelt zu kümmern. Also das ist das Bild, was wir hier in Europa sehen. Wie siehst du das in den USA, wie sich um Nachhaltigkeit, um die Umwelt gekümmert wird? Ja, das hat sich doch stark geändert. Gedanke besteht überall heute. Man kann sich nicht mehr davon verstecken, mhm, oder man kann es nicht mehr ignorieren. Es ist da. Es ist da. Ganz anders wie vielleicht vor 10 Jahren. Oder sogar vor 5 Jahren. Ja. Man weiß heute, naja, wir müssen uns darum Sorgen machen und es ist wichtig, es ist ist die Zukunft der Menschheit und so weiter. Ja. Man weiß das im Allgemeinen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es noch, das sind die Argumente, die politisch bestehen. Sag, Moment mal, unser Land ist sauberer wie China und warum sollen wir mehr machen wie alle anderen? Das sind nur noch politische Argumente. Wir sind da heute schwach. Mhm. Also, wie siehst du die Zukunft generell der Branche? Wir haben vorhin ganz lange, und da können wir noch 3 Stunden darüber reden, aber wie siehst du die Zukunft der Branche in den, sag ich mal, nächsten 18 Monaten und auch diese Back-to-Menschkeit? Also ich nenne das so Menschlichkeit, ich verkürze das ein bisschen auf das Jiddische, dieses Menschkeit. Siehst du die Chance, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen, gerade diese Thematik Hospitality, Menschlichkeit gegenüber Mitarbeiter, Menschlichkeit gegenüber Gäste? Meinst du, das kommt wieder zurück, da kommen wir wieder hin? Es geht total weg in den großen Gesellschaften, denn der Sinn besteht nicht, aber es kommt ganz stark in neuen, kleineren Einzelhotels. Kommt dieser Sinn ganz stark raus, denn das können wir Privathotellerie mehr? Genau, mehr in der Privathotellerie. Das können wir anbieten, denn das können wir anbieten. Wir können Hospitality anbieten. Wir können anbieten, dass wir hier sind für den Gast. Das wird nicht mehr angeboten bei den großen Gesellschaften, weniger und weniger. Die Aktiengesellschaften haben. Unser Angebot in der privaten Hotellerie und der kleineren Hotellerie ist eben, wir bieten an, dass wir für den Gast da sind. Hat die Privathotellerie noch so viel Zukunft gegenüber den großen Kunden? Die wird stärker jetzt. Die wird jetzt stärker. Denn in der Vergangenheit, da wollte ein Developer, der hier ein großes Bürogebäude und Verkaufszentrum gebaut hat, ein Villenhotel, dann wollten die heute früher nur den Namen Ritz-Carlton oder Four Seasons, damit wir den Namen reinbringen. Heute wollen sie das nicht mehr, dann sind wir an den Namen gebunden. Wir wollen lieber ein Einzelhotel, ein Privathotel, wo wir unseren eigenen Sinn schaffen. Ja, da gibt es so viele neue Möglichkeiten. Wir in der Industrie müssen aber, wir haben ja alles vermisst. Das ist unglaublich, was wir vermisst haben, alles. Okay. Denn warum wollen Menschen nicht mehr so viel in der Industrie arbeiten? Wir haben keinen Stolz reingebracht. Wer weiß heute, welcher Kellner weiß heute wirklich, warum man von rechts oder links serviert, was geht mit was und so weiter. Wer weiß das heute? Niemand. Ja. Wir haben es nicht gezeigt. Und warum sollen sie stolz sein? Warum soll ein Kellner stolz sein, wenn wir sie einstellen ohne Training und die müssen nur wissen, wie man eine Order annimmt und das Gäste hinbringt. Kein Wissen, nichts. Ja. Wir haben den Stolz rausgezogen. Ja. Okay. Und da ist wieder dieses Thema Leadership. Jeden Tag. Man muss nochmal erklären, ich habe vor kurzem eine Rede gesehen, der ist nicht vom Gewerbe, aber er hat viel Geld, Milliardär, der hat erzählt, da mit Dienstleistung und Essenservice und so. Die wissen nicht mal, dass man alles von rechts serviert. Das ist eine Dummheit, total nicht wahr.
Er hat keine Ahnung, er redet davon. Aber das Dumme ist, wir in der Branche wissen es nicht mal. Ja, da gibt es einige. Und warum soll dann, wenn keiner den Sinn der Gesellschaft, keiner den Sinn hat, was kommt von, was die Dienstleistung am Tisch, die von den von französischen Courts kamen, und was keiner macht, da weiß niemand mehr, wer die Kemba oder Escoffier war, hat keiner mehr eine Ahnung. Und die arbeiten in der Gesellschaft, im Beruf. Und dann sind wir erstaunt, warum niemand stolz ist auf den Beruf. Mhm. Aber gerade Escoffier war letztens eine Sendung im Alex für dich bei Arte. Über ihn super interessant, wie das wirklich, wie auch so eine Küche entstanden ist und die Luxusküche. Ich finde, ja, das stimmt, da gebe ich dir 100% recht, Horst. Wir gucken nicht auf die Tradition so ein bisschen zurück, um für die Zukunft besser zu werden. Wir müssen ja nicht alles machen wie damals, aber einfach die Tradition für die Zukunft nehmen und uns zu verbessern. Wir gucken wirklich fast nur noch auf Digitalisierung, natürlich Nachhaltigkeit, was absolut wichtig ist, aber dieses Hospitality, den Kern, den verpassen wir manchmal. Und das, glaube ich, das ist so, da sollten wir eigentlich meines Erachtens wieder hin. Wie dir gesagt, es bringt auch mehr Geld am Ende des Tages. Oh, absolut. Absolut. Automatisch. Ja. Absolut. Ich sage jetzt etwas, dass jeder denkt, das ist furchtbar arrogant. Furchtbar arrogant. Da kamen ein paar Leute zu mir, die wollen ein neues Hotel bauen in Atlanta. Es gibt jede Menge Hotels, mehr, wie du dir vorstellen kannst heute, Alex. In Atlanta und sagten, wir möchten aber das beste Hotel haben. Ich habe gesagt, es ist einfach. Ich kann euch beraten, in den 3 Monaten seid ihr das beste Hotel in Atlanta. Nichts dabei. Ich muss mir natürlich überlegen, was erwartet der Markt heute? Mhm. Ich denke, was der Millennium-Markt, was will der Markt der Millennials? Wie bekomme ich die Angestellten? Und dann habe ich gesagt, es gibt aber keine Angestellten. Ich habe gesagt, wenn ihr auf mich hört, ich sage euch jetzt was, dann denkt ihr, ich wär verrückt. Ich sage es aber trotzdem. Wir haben gesagt, wenn ihr gut total auf mich hört, macht, was ich euch sage, dann ist da eine Schlange von Menschen, die stehen um die Ecke, die wollen bei euch arbeiten. Ihr müsst aber auf mich hören, das machen. Ich muss mir nur überlegen, was will der Mensch heute? Ich will was anbieten, das etwas anders ist wie die Industrie. Das kann man machen. Aber das ist möglich. Aber man wird das nicht machen für das normale Hotel. Da muss ich natürlich ein Hotel haben, wo ich was anbieten kann, wirklich was anbiete, welche Gäste hinkommen wollen, wegen den Angestellten. Und ich brauche dann auch einen hohen Preis, das ist klar. Ja. Das ist klar. Ja. Aber das ist möglich. Man muss sich nur überlegen, was will der Mensch? Ich muss an die Menschen denken. Was ist der Markt heute? Was wollen die? Was denken die? Wie kann ich das liefern? Und dann muss ich denken, was ist dieser Mensch? Was will dieser Mensch, der für mich arbeiten kann? Was will dieser Mensch? Was ist wichtig für diesen Mensch? Und das anbieten. Nicht nur eine Stelle und hier ist was, ich bezahle genauso viel wie der andere, sogar 2 Cent mehr. Ja. Genauso wie es früher war mit den Hotels. Wir wollen nur ein kleines bisschen besser sein. Nein, das reicht nicht. Wir wollen viel besser sein, aber vor allem auch anders. Sodass wir auch da ein Alleinstellungsmerkmal haben. Wirklich das Kümmern jeden einzelnen Tag um den Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter sind alle unterschiedlich. Auch wenn ich 10, 20 Mitarbeiter im Housekeeping habe, jeder einzelne ist unterschiedlich. Die haben eine andere Situation zu Hause. Und auch da das Interesse zeigen, wie ist es denn zu Hause? Wie geht es deinem Mann? Wie geht es deiner Frau? Wie geht es den Kindern? Ne? Das ist wichtig, weil ich beeinflusse den Mitarbeiter jeden einzelnen Tag. Alex, wie hat man immer Leute hier eingestellt im Hotelgewerbe? Wenn der von der Wand zu der Wand gehen konnte, ohne dass er umfällt, weil er tut, eingestellt. Warum? Weil wir 120% Turnover hatten.
Der konnte zu Fuß gehen, ohne umzufallen, weil er zu besoffen war. Und dann haben wir die eingestellt. Naja, ja, so ist es. Was erwartet man denn dann? Ja, klar. Was erwartet man dann? Darum hatten wir Talent Plus. Darum haben wir Menschen ausgesucht und nicht just eingestellt. Genau. Das war schmerzhaft. Denn manchmal musste man 10 Leuten interviewen, bevor wir einen Tellerwäscher eingestellt haben. Ja. Und da war eine offene Stelle in der Zwischenzeit. Das hat wehgetan für lange Zeit. Aber am Ende, unsere Angestellten sind nicht einfach weggegangen. Genau, und auch da kompromisslos sein. Vor allem in der jetzigen Zeit. Wir können keine Kompromisse machen. Jetzt Kompromisse eingehen bei der Auswahl. Ganz kurz. Ich glaube, es ist auch wichtig, nicht nur mit den Leuten zu sprechen und zu tun, als ob ich zuhöre, sondern richtig zuhören. Aktiv auch machen, weil ich habe doch mit dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin gesprochen und bist du wieder weggegangen, hast dein Espresso geschlürft und hast alles vergessen, was die gesagt haben. Das ist eben falsch. Aktiv zuhören und zu versuchen auch zu helfen, um dann auch wirklich diese Win-Win-Situation zu machen, damit die auch wieder zurückkommen und mit dir und dich auch ernst nehmen als Chef, als Leader. Und nur so funktioniert es. Wenn ich sage, ich höre dir jetzt zu, Alex, und du erzählst mir was ganz Tolles, und dann laufe ich, okay, alles gut, du hast recht, und ich habe es gleich vergessen. Das habe ich einmal auch mal gemacht, das war sogar mit einem Freund, und das war ein Fehler. Das tut mir bis heute weh, dass ich da irgendwie das nicht richtig aufgenommen habe. Und ich glaube, das ist die Krönung, das ist das Schwierige, und da ist die Herausforderung für uns, nicht nur zuzuhören, so wie du auch sagst, mit dem Herzen, aber auch dann zu machen. Ja, klar. Und das ist die Sache. Guck mal, die Sachen, die wir gemacht haben, Alex war dabei. Wir haben jedem Angestellten gesagt, wir trauen dir, wir vertrauen euch. Wir haben und so weit, dass jeder Angestellte kann eine Entscheidung treffen, bis zu $2,000, jeder Angestellte, um einen Gast, der unzufrieden ist, wieder glücklich zu machen. Pro Situation. Ja. Und er wird nicht gefragt. Wenn der 2000 wird er nicht gefragt, solange wir den Gast erhalten. So für uns, das war getrieben von unserem Verlangen, dass jeder Gast, der reinkommt, den müssen wir halten. Ja. Den müssen wir überzeugen, zurückzukommen und uns zu empfehlen. Jeder Gast. Und das wird gemacht bei jedem Angestellten. Und wenn ein Gast nicht zufrieden ist, dann kann der Angestellte eine Entscheidung treffen, bis zu $2,000, um den Gast zufrieden zu machen. Ja. Naja, und wir haben es gar nicht so oft genutzt, auch wenn es Unzufriedenheiten gab. Ne? Genau. Ja, aber du kannst ja heute bei normalen Hotels ja nicht mal 50 Euro ausgeben oder 100 Euro. Ja. Und dann flippe ich ja schon alle aus. Also da hast du 100%, ich sag mal, die Grundidee ist ja richtig. Die Grundidee, dass wir mehr Freiheiten haben, den Gast und auch den Mitarbeiter selbst irgendwie zufriedenstellen. Weil wie frustriert ist es, wenn du vor einem Konflikt stehst und du versuchst, einen Chef zu bekommen, der ist vielleicht nicht da und der Gast ist sauer und bringt die Sauerlichkeit dann auf mich raus. Und das ist natürlich doof, weil ich nicht entscheiden darf. Ja, aber was kostet denn ein Gast, den wir verlieren? Der kostet uns über eine Lebenszeit $100,000 oder 100.000 Euro. Dann sind die 2.000 nichts. Das ist aber, guck mal, ich war vor ein paar Wochen in einem 5-Sterne-Hotel in San Diego. Okay. Ihr kennt den Namen, ihr kennt es, ihr wisst, was es ist. Und die waren nett zu mir und haben mir eine Villa am Wasser gegeben. Und zwar, ich ging aber morgens früh in die Halle, um eine Zeitung zu kaufen. Da ist ein 3 Stunden Unterschied, man wird früh wach, ich wollte eine Zeitung kaufen. Ich gehe beim Swimmingpool und die sind gerade ein Buffet am Aufbauen. Ich gebe bei wenigstens 20 Angestellten, nicht einer hat Guten Morgen gesagt. Nicht einer. Naja, was erwarten wir denn? Warum denn? Ist das die Schuld der Angestellten? Nein. Oder nein? Die wurden falsch ausgesucht oder falsch eingeführt oder falsch trainiert. Ja. Fertig. Ja. Das ist Leadership. Aber man muss den eben jeden Tag sagen, man muss jeden Gast anerkennen, man muss jeden Gast, der an uns vorbeigeht, man muss Relationship haben, man muss Guten Morgen sagen, man muss die überzeugen mit den Augen, dass sie zurückkommen wollen, dass wir denken, dass der Gast wichtig ist und so weiter und so weiter. Das ist eine Unterhaltung, die man jeden Tag haben muss.
Ja. Man kann nicht erwarten, das ist eine Tatsache, das ist ein Fünf-Sterne-Hotel. Und dann kam ich in die Halle, da sitzt der Bellman der auf einem hohen Stuhl so und ich sage, wo kann ich eine Zeitung kaufen, wo kann ich eine Zeitung bekommen? Im Geschäft, in der Sundry Store. Und habe gesagt, die sind doch geschlossen. Ja, die machen um 7 auf und dann kann man eine Zeitung kaufen. Fünf-Sterne-Hotel. Komm her, komm her, das gibt es. Wenn man nebenan noch ein Hotel aufmacht, dann kann man den besten Gästen zurück von denen ohne weiteres reinbringen. Das sage ich, wenn ich sage immer im Hotel, ohne weiteres. Denn das, so ist es in allen Fünf-Sternen-Hotels, so ungefähr. Mhm. Nicht alle schreiben das. Nein, aber einige. Ja. Ja. Du bringst es wieder auf den Punkt, Horst. Ist der Wahnsinn. Danke dafür. Wie Sef gerade eben schon sagte, wir können stundenlang da weiter drüber sprechen, drüber philosophieren. Wir müssen tun, wir müssen machen. Du gibst uns immer wieder diese Energie. Sendung 150 lade ich dich jetzt auch schon mal ein oder laden wir dich ein, dass du dann auch wieder dabei bist. Danke, dass du mich auch denkst, Alex. Dankeschön. Sehr nett von dir. Ja, klar. Ne, dass wir dann immer wieder eingenordet werden, jede 50 Sendungen, okay, da geht's lang, à la Horst. Genau, damit will ich euch nochmal lassen, ich habe das ein paar Mal gesagt, ich sage es aber nochmal. Und ich sage es auf Englisch und die meisten, ihr versteht das alle. Excellence is no accident. Ist kein Zufall. In allem, was ich mache, ist kein Zufall. Mhm. It's always, immer das Resultat vom High Intent, hohe Gedanken, hohen Plan für allem, was ich tue, höheres menschliches Denken und dann harte Arbeit, das zu erreichen. Ich kann es aber nie erreichen in einer Gesellschaft, ohne dass die Angestellten mitmachen. Mhm. Und zwar als Leader mitmachen wollen. Indem ich denen zeige, dass die guten Resultate für alle in dem hohen Gedanken, dass es gut ist für alle. Ich muss die mitmachen wollen. Die müssen die meisten Angestellten arbeiten, weil sie arbeiten müssen. Mhm. Und dann werden sie kontrolliert. Nein, die sollen die Arbeit machen wollen. Und das ist Leadership. Das ist der Unterschied zwischen Managers und Leaders. Ja. High Intent. Eure ganze Zukunft ist kein Zufall. Es ist das Resultat vom hohen Gedanken und hohen Entscheidungen. Ja. Das ganze Leben ist Entscheidungen. Was sind meine Entscheidungen? Sind das hohe Entscheidungen? Und eure Destiny, eure Zukunft hängt davon ab, welche hohen Gedanken, welche Entscheidungen ihr getroffen habt. Ja. Und dann natürlich viel Arbeit und manchmal viel Schmerzen. Aber das ist gut. Ja, absolut. Ja. Und da werden wir auch wie viel Message wir da bekommen haben. Ja, das ist Wahnsinn. Die ganzen Kommentare und riesen Dank. Ob du alles lesen konntest zwischendurch, ich habe so ein bisschen versucht. Ja, ich habe da was gelesen, da muss ich lachen. Jeder Gast, grundsätzlich stimme ich zu, aber da gibt es Menschen, Gast, naja, das weiß ich, die nennt man Jerks in Englisch. Die Jerks. Aber man kann, das ist nicht eine Entscheidung, die man treffen kann. Wenn ich so anfange, dann alles, was jeder Gast, der mir nicht ganz passt, nenne ich dann einen Jerk. Das war in Ritz-Carlton war ich der Einzige, der die Entscheidung treffen konnte, ob ein Gast nicht passt oder nicht. Genau. Sonst, wenn was verkehrt ist, sage ich immer, oh, war der Gast. War der Gast nicht ich. Man kann gerade heute. So kann ich nicht managen. Ich weiß, das ist wahr, das ist eine Tatsache. Aber so kann ich nicht planen. Mein Plan ist, dass jeder Gast richtig ist und ich alles richtig mache. Und trotzdem haben wir welche rausgeworfen. Ja, und es ist immer noch schwieriger, einen Mitarbeiter zu bekommen heutzutage als Gäste, dürfen wir auch nicht vergessen. Dieses Schild lief ja irgendwie jetzt durch die Prärie und Republik. Aber also ich fand das Gespräch wieder super, sogar besser als das erste Gespräch, weil wir dann noch freundschaftlicher, fand ich das. Und gerade zur 100. Sendung
wow, über eine Stunde reden wir hier und wie gesagt, wir hätten noch eine Stunde, aber ich habe mitbekommen, dass Alex gleich noch einen Termin hat und du auch und ich muss auch noch ein paar Kleinigkeiten machen. Also von meiner Seite aus tausend Dank, das war ein Geschenk für 100, für der 100. Danke dir, Alex, für die tolle 100 Sendungen, die wir hatten und für die nächsten 100 und bei der 150. bist du ja auch dabei. Ja, ja. Und selbst mal, ich habe gerade gesehen, dass die Leute mitmachen. Wie manche sind so gut in ihrer Dienstleistung. Wir haben zum Beispiel damals unsere Amenities in Zimmern, haben wir von der deutschen Gesellschaft gekauft. Knierims. Ja, er hat gerade geschrieben, der Tobias. Ja. Aber welche Dienstleistung? Und trotzdem, wir lange nicht bezahlen konnten und die haben weitergemacht, uns geholfen. Und dann erst noch in Singapur. Ist er hingeflogen. In Kassel, die waren, das sind Leute, die Dienstleister, die nicht das, es geht nicht um ihr Produkt nur, das ist das Beste, ihre Dienstleistung mit dem Produkt war da. Absolut. So, ist es nicht nur im Hotelgewerbe, ist mit allem so. So, alles Gute euch allen. Jo, danke dir. Tschüss. Und vielen Dank an alle loyalen Zuschauer. Und es war großartig. Auf geht's zur nächsten Sendung. Nächste Woche, Donnerstag, sind wir wieder dabei. Dann um 17 Uhr. Diese Woche waren wir um 15 Uhr dabei. Liebe Grüße nach Atlanta. Und ich habe gesehen auf deinem Handy, Horst, Sherry sieht immer noch super gut aus. Sie hatte letzte Woche Geburtstag. Ganz, ganz liebe Grüße auch an die ganze Familie. Und bis ganz bald. Dankeschön. Danke. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.